Paul Eckert, Skicross-Nationalmannschaft Deutschland. Thomas Zangerl, Skicross-Nationalmannschaft Österreich. Florian Aigler, deutsche Skicross-Nationalmannschaft. Ja, aber da geradeaus durch, dann ein langer Zungener, da runter. Der Weiße Rausch ist ein Rennen, was ganz oben auf meiner Liste steht, was ich unbedingt schon mal fahren möchte. Und es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt zu viert fährt oder da mit 500 Leuten am Start steht. Und meine zwei Kameraden aus dem Skicross-Weltcup aus Deutschland habe ich auch mitgenommen. Und ja, ich glaube, die Herausforderung wäre groß. Einerseits Spaß, andererseits werden wir natürlich schon probieren, dass, ja, dass ich zumindest oder wir zwar vorher arm sind. Das Wichtigste. Ja. Ja. Ich denke, ich werde schon ein bisschen hoch anfangen mit der Hoffnung, dass ich unten ein bisschen nur höher bist. Reserven habe. Nur höher bin, ja. Wenn schon ein paar Hütten hergebest, oder? Zeng, danke für die Einladung. Jetzt stehen wir oben, 2 Wochen vom Weißen Rausch. Jetzt schauen wir uns die Gaudi mal an. Okay, ich hab's übertrieben. Damit habe ich nicht gerechnet. Die Distanz ist doppelt so weit, wie ich es mir vorgestellt habe. Problem ist ja, du musst ja dann noch weiterfahren, gell? Ja. Das ist eigentlich so die reinste Form vom Rennfahren, sage ich mal. Da stehen Leute oben und der, der als erstes unten ankommt, der hat halt gewonnen. Und kann man schon vergleichen mit Skicross. Also da muss man schon hochkonzentriert sein und körperlich nochmal alles geben. Also die Blöße geben wir uns nicht, dass wir jetzt absagen, nur weil wir jetzt die Strecke gesehen haben. Natürlich können wir, natürlich probieren wir es. Und ja. Und wer ist der Favorit von euch bereit? Ich sag mal, Deutschland hat ganz gute Chancen, dass es vor Österreich ist. Weil es prozentuell mehr seid.